Hallo. Hi und herzlich willkommen auf unserem Kanal. Wir sind Anja und Ilan und haben eine sehr überraschende Neuigkeit. Unser Haus wurde diese Woche abgeholt. Warum? Erfahrt ihr heute. Ja, um diese Entscheidung besser verstehen zu können, muss man erstmal die Ausgangssituation verstehen. Wir haben uns ja einmal auf die Suche gemacht nach dem passenden Versorgungstechniker. Da haben wir ein bisschen Pech gehabt in diesem Jahr, ehrlich gesagt. Bis einschließlich Januar wird sich keiner um unser Haus kümmern können beziehungsweise uns beiseite stehen können, während wir uns um die Versorgungstechnik kümmern. Zumindest hier in der Region, ne? Also ja. Die wir angerufen haben, die sind einfach alle ausgelastet und haben gesagt, oh, also Januar ist noch sportlich, wenn das klappt, aber bis Neujahr geht auf jeden Fall nichts. Ja, und auch zum Thema Holz hatten wir leider einen dezenten Misserfolg. Ja. Wir hätten nicht damit gerechnet, das war wahrscheinlich einfach ein Fehler in der Kommunikation. Wir sind dann davon ausgegangen, dass wir eine Palette mit gemischtem Holz beispielsweise bestellen können, denn wir sind ja für die erste Bestellung doch bald auf 2 Kubik gekommen. Ja. Und das gestaltet sich jetzt doch als schwieriger und dadurch, dass der Händler jetzt vermutlich raus ist, mussten wir uns natürlich auf die Suche machen und auch feststellen, dass die Kubikpreise einfach unfassbar hoch sind, wenn wir darauf bestehen, dass das Holz auch aus europäischen Ländern kommt. Und das war uns eigentlich sehr, sehr wichtig, weil wir eigentlich nicht aus China das Holz einfliegen lassen wollen. Das heißt, grundsätzlich haben wir dort noch keine Lösung und müssen gegebenenfalls auch überlegen, auf ein anderes Holz zurückzugreifen. Was wiederum jetzt nicht die beste Entscheidung wäre, meiner Ansicht nach, weil wir ja dann noch viel mehr Gewicht haben und wir hatten eigentlich so ein gutes Gefühl mit diesem Holz, aber so ist das manchmal. Ja, und dann haben wir ja noch das Thema Gas, ne? Darauf sind wir bis jetzt noch nicht so wirklich eingegangen. Ja, wir hatten ja in der Grundrissplanung oder ganz am Anfang unserer Tiny House Ideen immer damit gerechnet, dass wir unseren Technikkasten vorne am Bug auf die Deichsel setzen. Dadurch, dass wir uns aber dann im Nachhinein doch dazu entschieden haben, die Küche genau dort vorne zu positionieren und dann noch auf einem Podest und wir hier mit einem sehr, sehr hohen Gewicht rechnen müssen, haben wir uns dann entschieden, uns an den kanadischen Tiny House Bauern Minimalist zu orientieren, die gesamte Technik immer im Badezimmerschrank, in einer Art Technikschrank verbauen. Das haben wir dann für uns so umstrukturiert. Allerdings braucht so ein Gaskasten ja doch noch deutlich mehr Platz. Und wir wollten auch gerne mit 2 11-Kilo Flaschen arbeiten. Wir machen dazu nochmal ein separates Video, nur damit ihr da grob wisst, wovon wir sprechen. Das heißt, auch hier war die Überlegung, Mensch, wollen wir wirklich so viel Platz vom Innenraum noch hergeben für die 2 Gasflaschen oder gibt es vielleicht noch eine andere Möglichkeit? Und sind dann auf eine interessante neue Idee gekommen, am Heck hinten des Hauses einen Gaskasten zu integrieren. Ja. Was ein weiterer Vorteil wäre, weil wir die Stützlast ausgleichen können vorne. Zumindest ein bisschen. Das Thema wollen wir jetzt also intensivieren. Und wenn das tatsächlich funktioniert, ist es für uns eine sehr, sehr interessante Geschichte, die wir dann im besten Fall auch umsetzen wollen, sofern nicht unsere Kosten dabei explodieren. Aber ja, das ist dann das neue Thema, was auch noch hinzukommt. Dann kommen ja noch die Bohrungen, die wir vornehmen müssen. Einmal für die B- und Entlüftung, für das Frischwasser, für unser Abwasser. Also durch die Fassade müssen wir mehrmals, wir müssen aber auch durch die Bodenplatte. Dann führte eben ein Gespräch mit unserem Tiny House Hersteller dazu im Austausch, dass er sagte, naja, eigentlich habe ich alles hier in der Werkstatt, was ihr benötigt. Er hat aber auch nebenbei unsere Verzweiflung, wir haben ja regelmäßig gesprochen, hat da auch sehr viel mitbekommen und demnach, hat er da einfach auch uns helfen wollen und uns dann das Angebot gemacht. Genau, dass er eben gerade in der Nähe ist, beziehungsweise auf einem Seminar und er könne ja gegebenenfalls unser Haus mitnehmen, Richtung Norden. Schocker. So, das mussten wir natürlich erstmal sacken lassen. Wir haben dann Vor- und Nachteile einfach gegenübergestellt. Ja, im Moment hakt es ja an mehreren Baustellen bei uns. Ich fasse nochmal kurz zusammen. Also einmal die Holzbestellung, die jetzt im Moment nicht durchgehen wird, so wie wir uns das vorstellen. Oder nicht bezahlbar ist. Nicht bezahlbar ist. Wir kriegen einfach keinen Versorgungstechniker. Es ist keiner hier, der uns... Installateur, der uns helfen kann. In die Situation mit dem Gaskasten, dass wir eigentlich wertvollen Innenraum dafür opfern. Das sind ja dann doch 1 Quadratmeter ungefähr, ne, wenn wir es hochrechnen. Ja. Immerhin. Und was wir als großen Vorteil sehen, ist zum einen, dass das Haus über die Jahreszeit dann auch an der Halle steht, wenn Dinge wie Durchbohrungen von Boden und Wand getätigt werden müssen, weil da hat er das Werkzeug einfach da. Er kann parallel vor Ort gleich unser Thema mit dem Gaskasten auch statisch prüfen, sofern das funktioniert, auch gleich vor Ort umsetzen.
Er hat natürlich nochmal andere Kontakte zu Installateuren, die auch schon mal in einem Tiny House gebaut haben. Und das ist uns auch eigentlich lieb, dass wir die Dinge, die alle mit dem Kern des Hauses noch zu tun haben, ob das der Gaskasten oder die Durchbohrungen sind oder ähnliches, nicht noch von einer dritten Partei übernommen werden, wo wir auch echt überlegt haben, oh, geben wir unser Haus jetzt gleich mit, war, dass er natürlich jetzt auch nicht sofort starten kann. Aber wir können aktuell leider, da das Holz nicht da ist, auch nicht wirklich im Haus arbeiten. Es fühlte sich so schwer an, das Haus ziehen zu lassen und nach einem großen Aufwand auch das Haus wieder zu transportieren. Aber letzten Endes, es ist mobil gebaut, es ist alles problemlos gelaufen. Es ist einfach ein sehr mobil ausgelegtes Haus und das hat sich jetzt wieder bewiesen. Und dass wir auch diese Schwelle des Tiny-House-Transports überwinden so ein bisschen. Also wir brauchten auch ein paar Tage, es war ja wie gesagt eine sehr spontane Entscheidung. Und mein Gott, dann fahren wir halt mal eine Woche rüber. Ist für uns auch immer mal schön, noch mal ein bisschen rauszukommen. Kommt auch noch ein bisschen raus, ja. Ja, also das ist unser Update. Es ist wie immer einiges passiert. Nur nicht im Innenausbau, aber alles drumherum. Am Ende wird alles Sinn machen. Ja, auch wenn sich alles zieht, aber ja. Bisher hat sich das immer bewährt. Und auch wenn man das Gefühl hat, oh, jetzt kommt ein Rückschritt, hat am Ende eigentlich immer das Ergebnis Sinn gemacht und dann wussten wir, warum dieser oder jener Prozess ein bisschen länger gedauert hat. Also alles gut, ja. Bei uns zumindest. Bleibt dran, abonniert den Kanal und wir sehen uns nächste Woche mit einem neuen Update. Tschüss.